Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Welcome to Miami Bundle von Miami Yasin. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Welcome to Miami von Miami Yasin. Das Ganze am 29. Januar erschienen. Wir haben hier mal wieder ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl! Es ist das zweite Album von Miami Yasin, nicht als Box erschienen, dafür aber eben als Bundle. Wir haben hier eine ganz schlichte schwarze Plastikverpackung und auf dieser einen Sticker angebracht. KMN Gang präsentiert Miami Yasin W2M, also die Abkürzung für Welcome to Miami. Darunter und dahinter haben wir das Logo, den Schriftzug von KMN Gang. Und ansonsten ist hier alles komplett in schwarz gehalten. So, hier oben bietet sich das Ganze an, aufzureißen. Jawohl. Und dann schauen wir mal, was wir hier haben. So, ich glaube, die Verpackung ist jetzt leer. Wir haben hier zum einen Longsleeve und dann haben wir noch eine separate Verpackung in schwarz. Ich gehe mal davon aus, es fühlt sich an, ja, es dürfte wohl ein Luftpolster-Kuvert sein. Das extrem krass zugeklebt ist, deswegen werden wir mal das Messer hier zu Hilfe nehmen. So, das ist echt verdammt stark zugeklebt. Also von innen, wie vermutet, Luftpolster. Das hier komplett in schwarz gehalten. Und da drinnen haben wir dann das Album plus eine Bonus-EP. Finde ich auf jeden Fall gut gelöst mit diesem Luftpolster-Kuvert, sodass man einfach sicherstellt, dass das hier heil ankommt. So wäre natürlich auch okay gewesen mit dem Longsleeve und dem Album, dass das so durch den Longsleeve gepolstert ist. Aber speziell diese Papphüllen sind ja doch immer etwas empfindlich und dass da nicht irgendwie ein Knick oder eine Ecke abgestoßen wird, hat man das hier wunderbar verpackt. So, das Ganze ist dann auch nochmal hier separat verschweißt. Also das Album, die Bonus-EP dann nicht mehr. Dann schneiden wir hier mal rein. So. Und so sieht das Ganze dann aus. Wir haben hier türkis-weißes Cover, also rundherum. Sieht so aus wie so ein Pool oder Wasser, in dem sich die Sonne spiegelt. Dann lesen wir hier Welcome to Miami und dann haben wir hier den Interpreten abgebildet, Miami Yasin. Das Ganze in einem regulären Jewelcase. Hier auf der Seite lesen wir dann auch nochmal den Künstlernamen. Auf der Seite ebenso, Künstlername plus Albumtitel. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Sehr ungewöhnlich das Ganze gestaltet, denn wir haben hier nicht nur die Tracklist mit den Feature-Gästen, sondern wir haben hier auch gleich die Produzenten angeführt. Okay, also wir haben hier insgesamt 13 Stück und wir haben Features von AZ, Capital Bra, Nash und Sfera Ebasta. Muss ich echt sagen, die Person sagt mir jetzt nichts, alle anderen natürlich schon. Dann haben wir hier die Beteiligten, also die Produzenten der jeweiligen Beats und einen Barcode. So, dann schauen wir mal hinein. Ei, und ich höre es schon klappern. Ich habe im Vorfeld das Luftpolster-Kuvert gelobt. Jetzt muss ich mein Lob zurückziehen. Denn trotz Luftpolster-Kuvert ist hier das Ganze beschädigt. Die Zähne hier in der Mitte der Halterung sind rausgebrochen. Zumindest einige. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich mache diese Erfahrung immer wieder mit diesen Halterungen. Und es gibt echt nichts, was ich schlechter finde,
bei CDs, sowohl bei Super Jewel Cases als auch bei Jewel Cases, bei regulären, als diese Halterung mit diesen einzelnen Zähnen, weil die sind so instabil und so anfällig für sowas, dass ich echt einen Haufen von CDs habe, wo das passiert ist. Ja, also in meinen Augen sollte man diese Halterung, diese Produktion schleunigst einstellen und auf andere, gibt ja genug andere Systeme, um die CD hier zu fixieren, dass man da diese hier endgültig mal abschafft. Naja, gut, wir kommen zum Booklet. So, das ist recht dünn gehalten. Wir haben hier einmal den Interpreten, wieder das Foto, das wir auch schon auf dem Cover hatten, nur eben ohne, also die Arme sind ja etwas anders, denn die Kette hat er hier nicht mehr in der Hand, sondern hier steht oder hier sitzt er ganz normal da. Dann haben wir ein zweites Foto auf einer dicken Ledercouch im Anzug. Dann noch einmal hier mit einem Hemd und einer weißen Cap. Hier dürfte wohl gerade Whisky verkostet werden. Und hier zum Abschluss nochmal ein Foto im Anzug. Jawohl. Also, jetzt wissen wir auch, warum die Produzenten auf der Rückseite des Covers stehen. Denn in diesem Booklet gibt es keine Infos über das Album, sondern wirklich nur Artwork, wirklich nur Fotos. Dann packen wir das Ganze mal wieder zusammen. Wir haben noch die Album-CD. Wie gesagt, die ist in weiß gehalten. In weiß und, was ist das hier? Schwarz? Naja, eher dunkelbraun. Also in weiß und dunkelbraun das Ganze. Okay. Ja, jetzt hält das Ganze nicht mehr wirklich gut, nachdem da zu viele Zähne rausgebrochen sind, aber ja, werde ich wohl in ein neues Cover umsiedeln. Dann haben wir die Bonus-EP. Die kommt, wie gesagt, in einer Papphülle. Das Cover ist ident wie vom Album, nur darunter lesen wir da nicht Welcome to Miami, sondern Seko, der Profi. Und hier haben wir dann nochmals drei Tracks. Okay, also drei ist für, selbst für ein EP doch eher wenig. Marseille, Henry Hill, Patek, Drip. Und dann haben wir noch die Beteiligten. Gut. Dann schauen wir mal hinein. Die CD, ident wie auch das Album, nur eben hier oben mit dem Schriftzug Seko der Profi. Und so sieht das dann aus. Also wie gesagt, Papphülle. Und der letzte Bundle-Inhalt ist dann, wie gesagt, ein Textil, ein Longsleeve. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, konnte man diesen Longsleeve in der Größe variieren. Also man konnte hier seine Größe entsprechend auswählen. Wir haben hier einen weißen Longsleeve mit silbernem Miami-Schriftzug hier oben. Das Ganze findet hier so in einem schwarzen Rechteck statt. Darunter lesen wir dann Yasin und dann haben wir den Interpreten hier in verschiedensten Posen, sieht fast so aus wie so ein Filmplakat, in verschiedensten Posen abgebildet und hier gibt es dann auch noch jede Menge Feuer. So, ansonsten ist hier nichts weiter aufgedruckt, auf der Rückseite ebenso wenig, also auch hier alles in weiß. Dann haben wir hier unten noch entsprechend am Bund vernäht und auch die Ärmel schließen hier dann mit so einem gerafften Ende ab. Ebenso hier im Halsbereich haben wir auch nochmal hier gerafft, den Bund, und wir haben es hier zu tun mit KMN Gang Merch in der Größe M. Wie gesagt, Größe war meines Wissens damals frei wählbar. Material sehen wir jetzt hier keines, eventuell. Nein, hier wurde wohl der Zettel entfernt. Also ich kann hier leider keinen Zettel finden. Hier gibt es leider nichts mehr zu sehen. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir hier 100% Baumwolle vor uns haben. So, dann packen wir das Ganze wieder zusammen. So, einmal und zweimal. So, und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dem Bundle befindet. Einmal
das eben gezeigte Longsleeve. Dann haben wir die Bonus-EP Seko der Profi in der Papphülle mit insgesamt 3 Tracks, sowie natürlich das Album Welcome to Miami mit 13 Tracks, womit wir dann bei insgesamt 16 Stück werden. Jawohl, das alles in diesem wunderbaren Bundle Welcome to Miami von Miami Yasin. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Miami Yasin unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.